Ja Leute, willkommen zurück zu einem neuen Video. Erst einmal, heute geht es um Frontturn. Zweitens, ich möchte mich gleich erstmal zurechtkotzen, weil es eine Sache gibt, die mich gerade übelst nervt. Drittens, meine Mutter hört gerade Musik unten. Ich hoffe, ihr hört es nicht. Wenn doch, tut es mir leid. Es gibt ein Video von mir, ich weiß gar nicht mehr welches. Wenn man sich das mit Kopfhörern anhört, dann hört man sogar den Bass im Hintergrund. Ich weiß aber nicht mal, welchem Video das war. Könnte hier also auch passieren, aber egal, darum geht es gerade nicht. Kommen wir erstmal, warum möchte ich mich hier eigentlich an zurechtkotzen? Naja, ich habe mir ein T-Shirt bestellt. Und dieses T-Shirt habe ich mir vor 2 Wochen ungefähr bestellt. Ja, doch, 2 Wochen kommt hin. Und es hängt jetzt seit 2 Tagen in der Lieferstation. Seit 2 Tagen steht, Sendung wird zum Weitertransport vorbereitet. Seit 2 verdammten Tagen. Nicht, wann es zugestellt wird, ob es zugestellt wird oder sonstiges. Und das kotzt mich gerade richtig, richtig an. Ich habe mir ein T-Shirt bestellt von Attack on Titan, weil, wie man unschwer erkennen kann, finde ich die Serie relativ cool. Und habe mir gedacht, okay, komm, da gibt es ja bei AliExpress, kann ich ja ruhig sagen, ein T-Shirt, das ist recht cool. Das ist hier von, wo haben wir das jetzt? Da oben. Also von Attack on Titan Staffel 2, das seht ihr jetzt gerade so nicht. Von AOT Staffel 2, das Poster. Das ist dann das T-Shirt nur. Und das fand ich so geil, da habe ich mir gedacht, das bestelle ich mir. Und es kommt nicht an. Es kommt hier einfach nicht an. Es hätte jetzt gestern kommen können. Nein. Es hätte heute kommen können. Nein. Bevor ihr euch jetzt sagt, aber warte mal, du hast das selber gesagt, es wird zum Weitertransport vorbereitet. Warum regst du dich dann so auf? Ja, ganz einfach, weil es in der letzten Lieferstation ist. Wenn sobald die Scheiße endlich mal loskommen würde, wäre es sofort hier, weil es genau in der Station ist, die dafür verantwortlich ist, dass die Pakete hier ankommen. Und das ist das, was mich gerade nervt. Ich will jetzt nicht sagen, welcher Lieferant das ist, weil ich die namentlich nicht nennen will, aber es nervt mich abnormal. Wozu bestelle ich mir eigentlich überhaupt noch was, wenn ich da 12 Jahre lang drauf warten muss? Wirklich. Also, das kotzt mich dann wirklich sowas von an. Irgendwie die Scheiße kommt hier kaputt an, wie damals beim Disney-Film, oder kommt hier gar nicht an. Und ich weiß nicht mal, was damit ist. Kommt es überhaupt noch an? Weiß ich nicht. Wird es zurückgeschickt? Weiß ich nicht. Ist es vielleicht verloren gegangen? Weiß ich auch nicht. Aber dann wäre es ja nicht in der Paketstation, wenn es verloren gegangen wäre. Ich kapiere es nicht. Also nicht in der Paketstation, sondern in der Lieferstation. Es kotzt mich gerade nur noch richtig an. Ich will mein T-Shirt haben, Mann. Ich bezahle nicht umsonst. Oh. So, Entschuldigung, dass ich gerade so laut werden musste, aber es nervt mich gerade hardcore. Es nervt mich einfach nur noch. Ich frage mich langsam, kann ich mir auch noch irgendwo was bestellen? Weil die Sachen, die ich haben will, die gibt es in dem Laden nicht. Filme muss ich mir auch online bestellen. Das T-Shirt geht auch schon kaputt. Super, finde ich, das ist klasse. Ey, Mann. Das ist ja auch eine Sache, wo ich mir ein Zeug kotzen könnte. Ich habe jetzt letztens im Internet gelesen, dass ein großes Filmportal, also nicht Filmportal, sondern Filme Heini da in der USA, der sehr bekannt ist, jetzt dicht macht. Der verkauft keine DVDs mehr. Keine DVDs, keine Blu-ray mehr. Super. Ja, bei mir im Mediamarkt kann ich mir auch keine DVDs und Blu-rays mehr holen. Wenn ich mir die bei Amazon bestelle, kommen die hier mit 1000 Schäden an. Also, wo kriege ich meine Filme her? Okay, gut. Mit Amazon, ich muss dazu sagen, um mich kurz wieder zu beruhigen. Wenn ich die Filme gebraucht hole, ist klar, dass die ein bisschen den Schaden haben. Aber wenn ich mir die neu hole, dann nervt mich das schon trotzdem. Auch wenn es nur eine Hülle ist. Ne? Ja, also ich hoffe, ihr könnt verstehen, warum ich mich darüber aufgeregt habe. Ich habe Verständnis dafür, wenn sie verspätet oder so liefern, kann ich verstehen. Aber wenn man den Lieferstatus nicht aktualisiert nach 2 Tagen, dann flippe ich aus. Weil das ist mein Geld, das in deren Station rumliegt. Und ich weiß nicht, was damit passiert. Geschweige denn mein T-Shirt. Ich weiß nicht, ob es hier noch ankommt, ob es zurückgeschickt werden muss oder sonstiges. Und ob ich vielleicht dahin muss, um es abzuholen, weil Zoll und so weiter kommt ja nicht aus Deutschland. Keine Ahnung, da steht ja nichts. Das Einzige, was ich mal gemacht habe, ist, ich habe meine Schwester gefragt, weil die arbeitet ja auch bei dem Lieferanten, ob die weiß, was da Sache ist. Die kann mir nur jetzt auch nicht wirklich weiterhelfen, weil die im Urlaub ist, sonst würde sie mir das Paket mitbringen. Ist ein Vorteil, wenn man da genau bestellt, wo die Schwester arbeitet. Also wenn die das liefern, wo die Schwester arbeitet. Aber trotzdem, das ist wirklich. Na egal, 5 Minuten aufgeregt, es geht immer noch nicht um Film. Also, Frontturn 1 von 2003 von Rob Schmidt. Ja,
Worum geht es in dem Film? Ja, der Medizinstudent Chris ist auf dem Weg ja, zu einem Vorstellungsgespräch. So, auf dem Vorstellungsgespräch sieht ihr auf dem Highway, wo er lang muss, ist gesperrt. Da ist wohl ein Laster umgefahren und das wird gerade alles umgefallen. Nicht umgefahren, umgefallen. Das wird gerade alles weggeräumt und somit sucht er sich dann einen anderen Weg. Ja, blöd ist nur, da sind ein paar Jugendliche, die sind durch ein Stacheldraht gefahren, hatten Platten bekommen. Der Stacheldraht wurde mit Absicht übrigens ausgelegt. Das kennt man ja, wenn man Frontturn kennt. Und naja, die sind dann, also die stehen dann da, wollen gerade den Reifen wechseln und Chris kracht mit seiner Karre dagegen, Unfall, und somit suchen sie dann ein bisschen Hilfe und sehen dann, treffen dann auf der Hütte, wo sie dann auf, ja, Treefinger, Sawtooth und One-Eye treffen. Und dann beginnt eine Verfolgungsjagd durch den Wald. Ja, das ist so rund die Story. Der Budget dieses Films liegt bei 12,6 Millionen US-Dollar. Das Einspielergebnis habe ich nicht herausfinden können. Der Film hat fünf weitere Teile, also insgesamt gibt es sechs Teile davon und ein Remake, nämlich Wrong Turn The Foundation. Ich weiß, jetzt habe ich super schnell geredet, aber ist ja sowieso mein Talent, das kennt man ja nicht anders von mir. Ja, ich habe Wrong Turn jetzt vor 2 Tagen gesehen und ich muss sagen, er ist okay. Ich hatte trotzdem so ein bisschen so meine Probleme mit gehabt, vor allem weil ich mir ab und zu gedacht habe, hä, warum? Und teilweise lief der mir auch etwas zu lang, muss ich leider sagen. Ab und zu habe ich mir den Film ein bisschen selber kaputt gemacht, weil ich jetzt gesagt habe, okay, 4 Leute gehen jetzt am Auto weg, 6 Leute sind es insgesamt, 2 bleiben beim Auto, natürlich werden die 2 ermordet. Und na klar passiert das. Ich habe schon so viele Filme gesehen, das ist logisch, dass das passiert. Und das ist so eine Sache, wo ich echt hier sitze und mir sage, hätte man das mal nicht umdrehen können, dass anstatt die beiden angegriffen werden, die 4 angegriffen werden? Ein Horrorfilm-Klischee sagt, es müssen die beiden sein, die allein zurückgeblieben sind. Naja, was soll ich sagen? Kommen wir erstmal beim Anfang. Den ersten Kill haben wir von Rich. Da sieht man allerdings so die Leiche, also es ist ein Offscreen-Kill. Genauso wie von so einer blonden Frau. Ich habe jetzt den Namen gar nicht im Kopf, wie die heißt, aber die wird auch offscreen gekillt. Dann sieht man Wrong Turn, den Titel, und dann geht der Film auch schon weiter. Wie gesagt, dann kommen wir zum Unfall und. Ja, die suchen dann Hilfe, die anderen 4. Die anderen 4 werden in dem Fall Carly, Scott, Chris und Jesse. Das sind dann die 4, die dann losgehen. Und die anderen beiden, die zurückbleiben, sind einmal Evan und Rachel, sag ich schon. Francine. So. Und da ist so die Sache. Da musste ich ein bisschen lachen. Weil ihr müsst euch vorstellen, die beiden ziehen sich da gerade so, die kiffen da gerade. Woraufhin dann Francine ohne Kontext sagt, jo, Hose runter und so weiter. Wenn man es nicht will, dass einer kommt, kommt immer einer vorbei. Und dann dachte ich mir auch so, hä? Da kann man andere Sachen machen, als sein Freund gerade eine zu blowen. Wenn man will, dass unbedingt einer kommt und man es nicht will. Zum Beispiel, macht es wie Toshio. Tut einen Waldbrand auslösen. Könnt ihr die Feuerwehr kommen? Kann euch auch helfen. Also, so nicht. Ach, naja, genug Spaß. Auf jeden Fall haben wir dann Evan, das wäre dann der dritte Kill. Der ist dann wieder offscreen. Das Einzige, was man von ihm nur sieht, ist ein Ohr, was ihm abgemacht wurde. Den vierten Kill haben wir dann bei Francine. Sie kriegt einen Stacheldraht durch den Mund und zwar volle Kanne. Und das war eine brutale Szene, muss ich sagen. Ich muss generell sagen, dass der Film eine FSK 16 hat. Muss ich hier nochmal ganz kurz zeigen. Nicht, das heißt, ich lüge. Der erste Teil hat noch eine FSK ab 16. Von Wrong Turn. Und dass er eine 16er bekommen hat, ist echt Wahnsinn. Sei es jetzt die Szene mit dem Stachel dran, wo ich mir dachte, okay, sie ist hart. Könnte noch eine Festgabe 16 haben. Ja, gerade so. Ich meine, von der 13. Teil 2 wird ja der Crazy Wolf auch mit dem Stacheldraht gewürgt. Nur damit wird er ja gewürgt. Hier bekommt es richtig in den Mund rein. Das sieht man ja. Und hinterher wird ihre Leiche noch ein bisschen gehäutet, wo ich mir auch dachte, also war auch schon ein bisschen ekelhaft. Also zum Beispiel fehlt beim Bein ein bisschen Haut, da sieht man noch Fleisch. Und bei dem Arm, ich glaube beim Kopf auch. War schon ein bisschen widerlich. War so, wo ich mir dachte, naja, war egal. Ja, dann haben wir den fünften Kill. Ja, Scott. Er wird halt erschossen durch ein paar Pfeile. Dann haben wir den sechsten Kill von Carly. Die kriegt einen Kopf ab. Recht cool gemacht, müsst ihr euch vorstellen. Also, ich glaube, das war Treefinger. Ihr müsst euch vorstellen, die 3 Kannibalen, nenne ich sie jetzt einfach mal, verfolgen halt die Leute, also Carly, Jesse und Chris. Und die verstecken sich in so einem Aussichtsturm. Oder Jägerturm oder irgendwie heißt das. Und die suchen nach Hilfe. Blöd ist nur, das Funkgerät ist so laut, nachdem sie eine Antwort kriegen, dass die natürlich hören, wo sie sind. So, was macht also, was passiert?
Ich denke mal auch, dass es Threefinger war. Ich tut mir leid, ich habe Flunktür jetzt zum ersten Mal gesehen. Ich kann die jetzt noch nicht alle so wirklich auseinanderhalten, wer da wer war, aber ich denke mal, dass es Threefinger war. Der klettert da das Gebäude hoch und ja, ihm wird dann auf den Finger gehauen, sodass er dann zack und dann zünden die das Ding an. So, dann gibt es eine schlaue Sache, muss ich sagen, das war echt intelligent gemacht. Sie, wie soll ich das sagen, die klettern nach unten. Halt, jetzt habe ich gerade was durcheinander gebracht. Nee, halt. Andere. Sie klettern aus dem Fenster, geschweige denn springen aus dem Fenster auf dem Ast, sodass sie auf dem Ast sind und klettern dann vom Ast wieder die Bomben runter. So wollte ich das eigentlich sagen. Aber, wie schon gesagt, Treefinger, denkt jemand, dass das ist, tut mich verbessern in den Kommentaren, wenn ich falsch liege, klettert den Baum hoch und hat dann so eine, ja, ich nenne sie Hatchet, weil in Hatchet, also Victor Crowley hat auch so ein Ding, und macht immer. Und somit hängt das Ding in den Mund, durch, also der Kopf ab, zack, hängt am Baum, während der tote Körper gerade nur nach unten fällt. Aber auch lustig. Und wie gesagt, das ist an sich mal schlau gemacht von den Überlebenden, dass sie dann sich sagen: Oh Scheiße, wir verbrennen. Nö, 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 die springen aber direkt in die Bäume rein, weil halt Wälder dabei sind. Hat zwar ein bisschen wehgetan, aber die müssen nicht lebendig verbrennen. Ist doch schon mal ein Vorteil. Ja, dann haben wir den letzten Kill und das ist auch so eine Sache, wo ich dachte, und zwar ist das so ein Polizist, es stellt sich heraus, das ist der, den sie per Funk erreicht hatten und da kriege ich auch mal kurz einen Pfeil durchs Auge. Also, naja, schnell gestorben. Naja, kommen wir dann erstmal zum Üblichen, nachdem ich jetzt die Kills runtergerattert habe. Dann erst einmal die Synchro in dem Film war okay, hat mich jetzt nicht ganz vom Hocker gehauen, aber die macht ihre Arbeit. Schauspiel war gut, die Effekte waren gut. Ich habe ja gehört von Mario zum Beispiel, dass die Reihe ja immer mehr CGI-Effekte bekommen hat und so weiter und die Bluteffekte immer billiger wurden. Hier ist es noch nicht der Fall. Hier waren sie eigentlich noch halt horrormäßig eigentlich ganz in Ordnung gemacht. Der Film hat auch seine Spannung, muss ich sagen. Er hat so spannende Momente. Alleine wenn die Gruppe in dem Haus der Kannibalen, also in dem Haus von Threefinger, Sawtooth und One-Eye da rumtoren und sich dann erstmal verstecken müssen und dann sind sie minutenlang da im Haus. Es war leider auch eine Szene, die ein bisschen zu lang ist, meiner Meinung nach. Aber da sind sie da minutenlang im Haus und dann liegt Jesse und Chris liegen unter dem Bett da und dann pennen die da alle und die müssen dann erstmal rausklettern und naja, auch nicht schlecht. War schon eine spannende Sache, also muss ich sagen. Dann haben wir die Kamerafahrten. Also wir haben öfters Kamerafahrten, da summt die Kamera ein bisschen raus und dann sieht man den Wald von oben und alles. Also auch richtig schöne Gegend, muss ich sagen. Also würde ich auch mal hinfahren. Allerdings nur, wenn man mir versichert, dass da keine Stacheldrähte rumliegen, dass ich da nicht mehr wegkomme. Hahaha. Ja, so viel zu Frontier. Und ja, also hier ist so die Sache, ich weiß nicht, was ich von dem Film halten soll. Andererseits hat er mir gefallen, andererseits hatte ich auch so meine Probleme mit dem Film. Wie gesagt, der läuft an manchen Stellen zu lang. Andererseits wiederum muss ich sagen, es ist mal so ein Film, wo ich mir sage, ich hätte mir ein bisschen gewünscht, dass er mehr auf die Spannung geht, statt auf die Brutalitäten. Weil, wie gesagt, mit dem Haus, klar, die Szenen waren meiner Meinung nach zu lang, weil das wären vielleicht ca. 10 Minuten gewesen, höchstens vielleicht, die sie da in dem Haus verbracht haben. Vielleicht auch, na gut, vielleicht waren es auch 6, 7 Minuten, so genau, ich weiß es nicht, ich habe da jetzt nicht drauf geachtet. Aber trotzdem, also, ich weiß aber nicht, was ich davon halten soll, so ganz, so leid es mir tut. Ja, eigentlich war es das auch schon für die Bibel. Ich habe nicht mehr viel zu dem Film zu sagen. Ich denke mal, ihr kennt Frongton sowieso schon. Alle, denke ich mal. Ich glaube, ich bin der Einzige. Oder mit, ich habe ihn halt erst heute wieder gesehen. Was heißt wieder? Oh Gott, ich laber mir so eine Scheiße. Ich habe ihn heute das erste Mal gesehen. Geschweige denn nicht heute, sondern vor 2 Tagen das allererste Mal gesehen. Heute ist mir erstmal gesprochen und so weiter und so fort. Und ja, also wie gesagt, es ist ein okayer Film. Haut mich jetzt nicht ganz vom Hocker, aber okay. Soll man dazu sagen? Ja, ihr kriegt von mir eine 7 von 10 Punkten. Guckt ihn euch ruhig an, wenn ihr ihn nicht kennen solltet. Wenn ihr ihn kennt, dann guckt ihn nochmal an, weil er ist halt gar nicht mal so kacke. Ja, dann würde ich sagen, haut rein und ciao.